Hey, ja, hier bin ich wieder, The Void Doctor, nach langer, langer, langer Pause. Jep, und ich wünsche das Abenteuer fortzusetzen. Jep, das werde ich mit Sicherheit. So, jetzt sind wir wieder hier bei Shining in the Darkness, einer meiner vernachlässigten LPs, da wollte ich mal weitermachen. Schauen, wie unser Status ist. Ja, genau, der Knopf geht immer raus, aber egal, wir waren sowieso optimaler Status. Wir können wie üblich zwischen Dorf, Schloss und Labyrinth wählen. Besuchen wir mal das Labyrinth. Also, es hat sich einiges geändert. Und zum einen habe ich zum Beispiel total verloren, sagen wir mal, den State, den ich am Ende der letzten Aufnahme gemacht habe, damit ich weitermachen kann. Und da auch sonst alle Speicherdaten weg sind, musste ich nochmal anfangen. Naja, fast. Es stellte sich raus, ich hatte vor einem Jahr oder so das Spiel selbst mal ausprobiert und aus reiner Fantasielosigkeit dem Kerl unter denselben Namen verpasst. Also konnte ich praktisch an derselben Stelle weitermachen, nur mit ein paar Level mehr. Im Prinzip wurden euch dann eine Stunde oder so Grinding erspart. Das ist auch schon mal was. Also, ich habe also mit dieser neuen Aufnahme weitergemacht, eine Karte gezeichnet, damit das hier ein bisschen schneller geht. Ah ja, Höhlen, Schnecken. Sehr witzig. Ja, jetzt können wir eigentlich hier weitermachen. Das dürfte jetzt auch flüssiger sein als beim letzten Video, wo es ziemlich stockend war, weil ich die Kamera ständig anhalten musste, während ich gleichzeitig gezeichnet habe. Jetzt habe ich eine Karte vom ersten Abschnitt und wir können weitermachen bis zum ersten Boss und die Story ein bisschen vorantreiben. In den nächsten Videos werde ich dann so eine Art Doppel... so eine Art doppelalternierendes Dings da ausprobieren, wo ich dann, sagen wir mal, abwechselnd in unbekannte Gebiete vorstoßen werde, wie Indiana Jones mit Schwertern und dabei gleichzeitig mit Papier und Bleistift rumkritzeln, weil das erfordert nicht von mir, dass ich die Kamera anhalte und gleichzeitig in meinen alten Open Office reingucke, wo ich die echte Karte habe. Und wenn ich dann grauselig irgendwo krepiert habe oder sonst irgendwas passiert, was mich dazu zwingt, die Aufnahme kurz zu unterbrechen, dann kann ich das ohne Zeitverlust für euch beim Zugucken quasi abzeichnen und dann verliere ich bei meiner grauseligen Orientierung hier auch nicht den Überblick und renne ständig im Kreis, weil ich denke, das wollte ich euch dann auch nach der 10. Stunde auch nicht mehr antun. Und was ich mir sonst noch überlegt habe und was ich jetzt nur deswegen nicht mache, weil ich die ganze Zeit wie ein Dussel herumlabere, sollten die Kämpfe zu langsam werden oder zu oft sich dasselbe wiederholen, dann werde ich versuchen, die mal rauszuschneiden, damit euch das auch erspart bleibt. So, nun, was hat der gute Owen? Mal recappen, was hier passiert ist für die, die alten Videos nicht gesehen haben. Irgendjemand hat die Tochter des Königs entführt. Klischee Nummer 1. Aber andererseits, es war eins der ersten Spiele, also kann man hier noch nicht von dem Klischee reden, denke ich. Die haben das ja schließlich erfunden hier. Da wird mich bestimmt einer korrigieren hier. Nee, da gibt's ein älteres Spiel, die haben das erfunden. Und dann gibt's noch echte Märchenbücher und so, die haben das auch erfunden und so weiter und so fort, aber egal. Also, und Owen, das ist natürlich nicht sein Originalname, weil der war grässlich. Der gute Owen also wurde als Ritter des Reiches damit beauftragt, sich darum zu kümmern. Erste Hinweise scheinen darauf hinzudeuten, dass sich die Prinzessin im Labyrinth versteckt, beziehungsweise dass der Knilch sie entführt und dann hierher gebracht hat. Aber ganz sicher scheint das keiner zu wissen. Also soll der gute Owen erstmal ins Labyrinth marschieren, ganz alleine, und einen Hinweis finden, ob sie überhaupt hier ist. Und sollte das der Fall sein, dass der gute Owen hier irgendwas findet, das darauf hindeutet, dass sie hier ist, dann geht's weiter mit der Story. Genau. Also recht simpel. Abgesehen davon, dass der gute Owen anscheinend eher ein Knappe als ein echter Ritter gewesen sein muss, weil dabei hat er am Anfang nicht mal das Kurzschwert, das ich ihm hier gegeben habe, und nur eine dünne, gewobene Robe. Ja, naja gut. Auch das andere Zeug, was er mit sich rumträgt, Herbs bringen Lebenspunkte zurück, Depoison ist gut gegen Vergiftung und Angel Feather ist muss in so einem blöden Labyrinth, weil das hilft beim Flüchten. Okay, gut. Und Geld haben wir auch eine Menge rangesammelt, während wir hier blind herumgelatscht sind. Och, das ist süß. Die Schleimviecher kommen direkt aus der Pfütze raus. Das ist schon fast filmreif hier. Okay. Inzwischen sind wir mit Level 8 bei dem Punkt, wo jedes dieser Viecher mit einem Treffer schlägt. Aber witzigerweise ist das Labyrinth damit immer noch nicht total harmlos.
weil die meisten Gegner zumindest einen Schadenspunkt anrichten können, bevor sie verrecken. Und natürlich heißt das, wenn man zu lange hier rumlatscht und den Überblick verliert, so wie ich jetzt das gemacht habe, ich habe nämlich keine Ahnung mehr, wo ich bin. Naja gut, dann wird man halt langsam abgenutzt und muss fliehen oder stirbt. Also quasi sind solche Spiele immer eine Sache von Ressourcen-Dingstars. Man muss quasi darauf achten, wie lange man auch durchhalten kann. Und wenn man sich falsch entscheidet, ja, dann hat man eigentlich schon verloren und kann nur noch zusehen, dass man langsam stirbt. Oder man nimmt so eine Engelsfeder und beamt sich raus, wie Scotty Leute rausbeamen kann. Naja, gut, das war schlecht. Okay, ich muss jetzt kurz mal eine Sekunde diese Schleime verprügeln und dann schauen wir mal, wo wir hier überhaupt sind. Also gut, ich habe doch meine Karte hier. Okay, es hat ein paar Minütchen gedauert, aber ich habe rausgefunden, wo ich genau bin im Labyrinth. Und jetzt hoffen wir mal, dass ich mich nie wieder verlaufe, sonst dürft ihr alle über meine Dummheit stöhnen. So, aber jetzt weiß ich, wo es lang geht. Oh ja, und jetzt werde ich wieder mal überrascht. So. Mal sehen, die Gegner. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erklärt habe, aber hier haben wir diese ekligen Würmer mit Augen. Und die sterben auch alle in einem Treffer. Dank dem Kurzschwert, das Owen mit sich rumschleppt, obwohl inzwischen sein Level hoch genug, also schon allein mit seiner puren Stärke die Viecher zerklatschen könnte, selbst wenn er nur einen Gummistock oder sowas in der Hand hätte. Aber egal. Lächerlich ist auch die Erfahrung und das Geld, das wir dafür kriegen. Jetzt vorsichtig, ich will hier nichts verkocken. Wo sind wir jetzt? Und schon wieder verlaufen. Danke, Monster. Danke. Okay, falscher Alarm. Mir ist wieder eingefallen, wo wir sind. Das war knapp. Ich habe auf die falsche Stelle geguckt. Ja, genau. Gut, dass ich mal aufgeschrieben habe auf meiner Karte, dass diese blöden Lampen hier sind, sonst wäre ich wieder total verloren. So, hier rechts geht's zu einem Schatz, den ich schon ausgehoben habe. Und hier sind wieder die Viecher. Geradeaus geht's auch zu so einem Seitengang mit einer Schatztruhe. Aber da war auch nur Dreck drinne. Und mein alter Ego vor einem Jahr hat das alles schon rausgeholt. Das Einzige, was er nicht gemacht hat, war eine vernünftige Karte zu zeichnen. Danke, jüngeres Ich. So, und jetzt hat der gute Owen schon mal eine dünne Vorahnung, wo er was finden wird, da er jetzt zum x-ten Mal hier drin ist. Er hat schon sein halbes Leben jetzt hier fast drin verbracht und weiß deswegen genau, wo er lang gehen muss. Dank meiner übernatürlichen Führung hier, dank diesem Gamepad, das ich in der Hand habe. Und hier ist eine blaue Pfütze. Ach ja, wie auf Kommando, Würmer und Schleime. Man grinst nicht so frech. Was habt ihr zu grinsen? Ihr sterbt alle Welle, sobald ihr dieses Schwert nur berührt. So. Wieder mal erledigt. Gut, und jetzt passt mal auf. Das Ding sieht jetzt aus dieser Perspektive so aus, diese Pfütze, als wäre sie noch vor der Ecke. Und jetzt platsch. Och komm. Wisst ihr was? Stein. So. Jetzt sieht man sie nicht mehr. Sieht sie? Genau. Stellt sich heraus, die Pfütze war genau hier in der Mitte. Auch wenn es nicht so aussah. Naja, das ist halt die Grafik der 90er für euch. Und jetzt muss ich diese Pfütze ja, wie ich gerade feststelle, als Orientierungshilfe nehmen, damit ich mich nicht verlaufe. Das ist auch schon mal gut, aber ich weiß, ich muss hier lang. Ha. Okay. Genau. Naja. Da sieht man erst, wie verloren man ist, denn man wäre in neueren Spielen ohne eine hilfreiche Karte. Das Interessante ist, man ist hier nicht vollkommen auf sich gestellt, weil auch wenn Shining in the Darkness so richtig alte Schule ist, man bekommt später eine Kameradin, die einem alle paar Sekunden so mit einem speziellen Zauberspruch zeigen kann, wo man sich genau aufhält. Was ja eigentlich ganz nett ist. Nur verbraucht er eben auch Magiepunkte und da muss man halt später aufpassen, dass man nicht, weil man sich nicht orientieren kann, die ganze Zeit seine Magiepunkte für sowas Lächerlicheres rausgegeben hat. Oh, und eine neue... Ach, Killerbienen. Was machen Bienen hier? Ist ja irgendwo ein Stock von denen oder so? Das sind wahrscheinlich diese ekligen Bienen, die Öl oder sowas in ihrem Honig haben oder denen, was man denen nicht mal essen kann. Ach, egal. Ihr sterbt jetzt erstmal und dann gucken wir mal. Habe ich wieder mal einen Blick auf die Karte. Die geben auch ein bisschen mehr Geld und Erfahrungspunkte. Platsch. So gut, Karte. Okay, laut Karte ist geradeaus eine Sackgasse. Also geht's nach links.
Ja, ein Kompass gibt's in dem Spiel nicht, also auch wenn Norden eigentlich oben ist, und ich gerade nach Norden marschiere laut meiner Karte, könnte das auch genauso gut Osten oder Westen sein. Wie gesagt, wir haben ja gar keinen Kompass. Und wenn ich später mal es schaffe, mal diese Karte zu verwenden, dann werde ich mal versuchen, mich an den Quatsch, den ich hier gerade labere, zu erinnern und mal nachzugucken, ob denn diese magische Karte einen Kompass hat. Ich werde wahrscheinlich mal raten, schon mal im Voraus, nee. Okay, laut meiner Karte ist da oben ein Altar, der macht nichts. Und den können wir uns ja mal angucken, für diejenigen, die das Spiel nicht kennen. Hier, ein Altar oder irgend so ein blauer Sarg, keine Ahnung. Aber der macht nichts hier. Man kann auch suchen und nichts. Der ist quasi nur zur Dekoration, damit das hier nicht so langweilig aussieht. Aber vielleicht gibt es auch später noch eine... Ach komm, Affen. Menschen, Affen. Jetzt wird's brutal hier. Schimpanse gegen Mensch. Level 2. So, Menschenaffe. Oh. Mortal Kombat. So, du und ich. Und du verlierst. So. Oh wow, ich bin so lange herumgelatscht, dass ich nochmal ein Level dazugekommen hat. Das werden wir, ich habe das Gefühl, wir werden das wahrscheinlich brauchen, aber mal schauen. So, jetzt gehen wir mal hier lang. Ach komm. Okay. Das ist aber das letzte Mal, wenn diese, wenn dieser dunkle Schleim mich wieder angreift, dann werde ich mal so davonlaufen. Das geht bestimmt. Gut. Laterne, Laterne. In diesem Fall heißt das, da ist eine Sackgasse. Also wir müssen jetzt hier lang nach Süden und dann nach Westen, Osten. Auf jeden Fall in die richtige Richtung laut Karte. Okay, die fliegen wahrscheinlich. Da versuche ich lieber nicht mehr davon zu laufen. Ah, ja, los. Dark Bad. Bruder von Batman. Oh Gott, das war schlimm. Okay, die sind erstmal tot. Ja, jetzt ist es noch ganz simpel. Sollte es auch besser sein. Schließlich bin ich hier alleine unterwegs und habe keinerlei Hilfe. Da ist eine Schatztruhe, die ich ausgeräumt habe. Da war auch irgendwelcher Billigkram drin, da wir noch am Anfang sind. Und jetzt sind wir quasi auf dem Weg zum ersten Boss, falls ich mich nicht wieder verlaufe. Okay, gut. Jetzt haben wir hier wieder Bienen. Die sind wahrscheinlich zu schnell zum Weglaufen. Okay, aber sobald wir mit diesem Teil durch sind, versuche ich die Dinger mal rauszuschneiden. Ich habe hier die Kontrolle über die Kamera und kann sie einfach verschwinden lassen mit der Power der Technologie. Oh Mann, das klingt so schrecklich. Nee, ich will nichts suchen. Weiter. Okay, laut meiner Karte geht es da geradeaus zu einer Sackgasse und einem weiteren Schatz, den ich ausgeräumt habe. Und hier, oh ja, stimmungsvoll überall die Lampen an der Wand hier. Diese stillen Gasdinger. Okay, das sollte ich vielleicht auch nochmal demonstrieren. In die andere Richtung, wo ich mich jetzt demonstrativ weggedreht habe, müsste geht's zum Boss. Und sobald wir den besiegt haben, betrete ich praktisch Neuland, weil weiter bin ich nie gekommen. Ja, ja, ich weiß. So. Okay. Jetzt gehen wir mal. Hier ist diese Statue von irgendeinem Knilch. Dann werden wir mal später rausfinden, was das zu bedeuten hat. Ach kommt, Leute. Oh, es hat geklappt. Cool. Zeit gespart. So, und hier haben wir ein Tor, das verschlossen ist. Ja, ja, Owen ist anscheinend blind, weil er kann das Tor nicht sehen. Wenn er sucht, dann findet er einfach nichts. Na egal. Aber ähnlich wie ein Ding weiter unten im Süden. Ach komm, ist das verschlossen und wir kommen erst später dazu durchzukommen. Jetzt haben wir es. Ja, bitteschön. Owen, was ist mit dir los? Wie kann man, wie schafft man es, vor einem Schleimhaufen nicht davonzulaufen? Das wäre so lächerlich, als würde man von einem Stuhl angegriffen werden. Der Klasse unbeweglich und man schafft es nicht davonzulaufen. Okay, haben wir genügend rumgemeckert. Okay, seid ihr alle bereit? Jetzt kommt der... Okay, also dafür, dass ihr mein Timing kaputt gemacht habt, werdet ihr ermordet, das ist schon mal klar. Naja, hier gibt's eigentlich nicht mehr viel, was ich dazu sagen kann. Die sterben eben schnell und hart. Wenn wir zu dritt würde wahrscheinlich jeder von uns die umnieten können. Auch wenn wir nur einen echten Kämpfer haben hier. Oh, und den Mega-Ritter. So, und jetzt beginnt's. So, und jetzt geht Owen hier ganz harmlos so heran und... Was war das? Hey, gibt was zum... Oh, die Kaiserkrabbe.
Ja, denn ich schätze, für wäre ich ja nicht schon dreimal gewesen. Zweimal, um zu sterben. Dann wäre ich jetzt wahrscheinlich ziemlich überrascht. Nun gut, wir können jetzt eigentlich nichts machen, außer wegzurennen. Das wird nicht klappen. Items, das werden wir gleich brauchen, weil ich vergessen habe, mich zu heilen. Das war dumm. Zauber kennt keine Auen. Auen nicht, trotz seiner hohen Intelligenz. Er ist halt nur ein schlauer Ritter. Also können wir nichts tun, außer angreifen. Kaiser Krab. Hier bitte. Auen greift an. Auen 12 Schadenspunkte. Und wir erleiden 15 Schadenspunkte. Okay. Selbst wenn ein super Angriff landet und einen kritischen Treffer, können wir das überleben. Also greifen wir einfach ein zweites Mal an. Oh. Okay. Ihr seht, selbst obwohl ich eigentlich schon überlevelt bin, weil bei meinem dritten Versuch hatte ich Level 7, als ich ihn besiegt habe. Aber da habe ich leider keine Aufnahme gemacht, weil ich noch keine LPs gemacht habe. Also, Owen, heile dich. Oh, diesmal ist er zuerst dran. Gut. Okay. Aber das wird schon ein bisschen kritisch hier. Ha, kritisch. Man muss halt darauf hoffen, dass Owen ein paar kritische Treffer landet. Ansonsten ist er verloren. Na gut, ich habe noch zwei Herbs, bevor es ernst wird. Ah, ja. Das wird schon... ich will das Wort kritisch nicht wieder sagen. Entschuldigung. Ein awesome Blow. Ja, es wäre schön, wenn Owen das auch mal schaffen würde. Ansonsten bin ich nämlich gleich tot, obwohl ich... schon eine Ewigkeit herumrenne. Oh, ich habe gewonnen. Oh ey, das war auch knapp. Ich habe praktisch alles aufgebraucht, was ich mitgeschleift habe an Heilgegenständen. Oh, ich habe die königliche Tiara gefunden und ich habe Erfahrungspunkte gekriegt. Gut. Dann lassen wir das Labyrinth mal für sich. Ich glaube, ihr habt da auch schon genügend von gesehen. Und stattdessen benutzen wir jetzt die Engelsfeder. Und hauen hier ab, bevor irgendein Zufallskampf uns umbringt. Ah ja, jetzt müssen wir erstmal uns ausruhen und das jemandem berichten, was wir hier gemacht haben. Genau. Zurück im Dorf. Das sieht mir aber ziemlich unsicher aus.